Holzstielecke konstruiert, auf denen Tischdecken mit Spinnweben musste, die Illusion perfekt machten. Justus steuerte mit Peter auf die beiden Waterstones zu, die den armen Mr. Stanley regelrecht zwischen sich eingeht. Thank you.
aufhieben Dr. Brown und Marty, beide jetzt im Strahlenschutzanzug. Patrick und Pedro halten den Atem an. Sie fürchten, dass Birgit verletzt wird. Aber alles geht gut. Allmählich wird es Abend und die Besucher verlassen den Park. Ich habe immer davon geträumt, einige Jahre zu überspringen, den Fortschritt der Menschheit zu sehen. Und ich werde auch erleben, wer in den nächsten 25 Jahren die Baseball-Endspiele gewinnt. Kamera läuft, ich, Dr. Emmett Brown, bin im Begriff, eine historische Reise anzutreten. Mein Kopf, jetzt hätte ich beinahe vergessen, Plutonium mitzunehmen. Wie hätte ich da jemals wieder zurückkommen sollen? Eine Ladung für jeden Start. Ich muss verrückt sein. Was ist denn los, Einstein? Nachdem Dr. Brown nun endlich überzeugt ist, dass Marty die Wahrheit sagt, holen die beiden den DeLorean in die Werkstatt. Marty spielt dem Wissenschaftler das Videoband vor, das er während des Experiments aufgenommen hat. Thank you.
Merkt ihr das? Wir werden beobachtet. Ach, was? So hört sich das nachts immer an im Wald. Denn quasselt nicht so viel. Zieht lieber. Ja, beeilen wir uns besser.